wenn noch jemand dazukommt, ist ja auch in Ordnung. Kann ja dann auch wieder spulen und den ersten Teil auch nochmal machen. Also schüttelt euch erst einmal ein bisschen durch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid fit und gesund. Packen wir schon noch ein paar Wochen und dann sehen wir uns auch wieder in der Halle. Gehen wir nach außen mit den Beinen. Oberschenkel rausdrehen, Knie raus. Bleib stehen, Rumpf anspannen, Fußgewölbe hochziehen und hier erst einmal tief schieben. Die Knie raus Richtung Zehenspitzen. Beim Hochgehen nie ganz die Knie durchdrücken. Und gleichmäßig atmen, Kinn etwas in die Halskugel ziehen, nicht nach hinten reißen, den Kopf. Dann bleib mal kurz tief, schieb die Knie nochmal raus, heb hier die Fersen an. Und Beine zusammen. Bleib in der Mitte mit dem Becken, also keine Gewichtsverlagerung. Und hier halten, nochmal in die Bewegung. Nochmal etwas die Knie beugen, halten, Fingerspitzen nach außen, den Rücken rollen. Jetzt runder Rücken und Hohlkreuz, Steißbein mitnehmen. Und wieder halten die Arme zur Seite. Nehmen hier kreuzen, einmal rechten Arm nach vorne, einmal linken. Jetzt nimm die Handflächen hier gegeneinander schieben, immer noch den Arm wechseln, mal den linken, mal den rechten. Gleichmäßig weiter atmen und immer noch versuchen, schön tief zu gehen. Gesichtsmuskeln entspannen, mal ein bisschen lächeln, freundlich schauen, nicht so verbissen und die Handflächen vor, zu mir. Ihr Bein zurückgehen, die Schulterblätter spüren. Nochmal die Hände zum Gesicht. Halt tief. Die Arme machen weiter. Nochmal die Handflächen gegeneinander. Halten, Fingerspitzen nach außen, Schultern tief und den Rücken. Eine Welle jetzt, den Kopf mitnehmen. Und wieder halten, tief schieben und nochmal die Fersen hoch. Die Knöchel spüren, hochdrücken und Beine zusammen. Hier offen bleiben und ab. Nochmal hier tief schieben und dann bleiben. Nimm den Arm hoch, geh hier nach rechts. Knie bleibt über dem Knöchel, also nicht über die Zehenspitzen auf jeden Fall. Und jetzt einen Bogenzug. Und hier Faust anspannen, Kraft einsetzen, Hüftbeuge ranschieben und wieder hier lang.
Bewegung. Dann komm zur Mitte. Gerade Rücken nach unten, mit dem Kinn etwas in die Halsgrube, runde Rücken und hochrollen. Die zweite Seite, Handfläche hier Richtung Boden und wieder ran und seit. Halt in der Länge, komm in die Mitte, geh nach vorne, Arme runter, hochrollen und wieder hochkommen. Ein Teil fällt schon. Bauch einziehen und dann gehen wir nochmal zur Seite, ziehen, hier tief gehen, wenn es hier zu tief ist, setzt hier die Hand auf und hier wieder drehen. Bleib hier, nochmal schön ziehen, Schulter weg und komm hier zur Mitte. Tief mit dem geraden Rücken, bleib hier, Knie leicht beugen und strecken. Versuch die Handflächen zum Boden zu nehmen, Knie rausdrücken, Leisten spüren, wenn er hier beugt, Steißbein beim Strecken Richtung Decke und Rückseite der Beine spüren. Und dann rollen wieder hoch. Die zweite Seite. Bleib in der Seite, komm wieder zur Mitte, geh nach unten, Hände tief und jetzt den rechten Arm hochnehmen, nach unten und den linken. Du kannst mit hochschauen mit dem Arm, du kannst aber auch den Blick unten lassen, wie es vom Nacken her angenehmer ist. Bleib mit dem rechten Arm oben, schieb nach. Die Knie sind immer noch draußen, pass auf, dass die Knie nicht reinfallen. Außenkanten spüren der Füße. Mitte und wechseln. Du kannst den Blick gerade machen nach vorne oder auch nach unten oder nach oben. Also ist alles möglich. Und wieder hochrollen. Ja. Zurückreisen. Und wir bleiben hier. Die Arme nach oben, fasst die Hände und nehmen hier die Unterarme ran. Knie sind gebeugt, hier an das Rausdrehen denken. Und jetzt gehen wir dazu. In die Knie und hoch. Ihr müsst aufpassen, dass er hier nicht nach vorne geht. Nach hinten absetzen, steiß ein bisschen Richtung Decke und hoch. Gefahr ist oft hier nach vorne zu gehen. Meint ihr, das passt auch? Setzt euch nach hinten ab. Ihr müsst immer eure Zehenspitzen sehen
Und so sehe ich es nicht. Bleib tief und die Arme machen weiter. Nochmal in die Bewegung. Und bleib oben. Nur die Arme. Aufpassen, nicht ins Hohlkreuz. Fest. Unten gehen, Knie etwas beugen, roll nach unten, Hände tief, dann, wenn es geht, die Knie strecken, gerade Rücken, die Arme sind neben dem Oberkörper und dann kommen schnell hoch, Schultern tief und wieder nach unten, rollen, gerade Rücken und schnell hoch. Fließend. Und wenn es dann geht, dann probiert ihr hoch zu gehen und die Fersen hier zu heben. Kurz zu halten, Sitzbeinhöcker ein bisschen zusammenziehen, Bauch einziehen, Schultern runter, viel auf einmal. Aber ihr schafft das. Schnell hoch und halten. Dann wieder tief rollen. Gerade Rücken. Macht es selber in eurer Geschwindigkeit. Ihr könnt hier ein bisschen bleiben oder auch hier oben. Vor allem hier oben ein bisschen halten. Schultern tief. Scheide zur Decke. Und wieder tief. Machen wir noch. Ja, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jetzt noch entspannt schauen. Gar nicht so einfach. Locker lassen und nochmal hier bleiben, rausschieben, kurz abdrücken, nachfedern in die Knie, Knie raus, hier immer ein bisschen anlegen, rausschieben, es hilft und bleib und dann geh noch ein bisschen weiter in die Grätsche. Zieh zur Seite. Bleib jetzt hier gebeugt. Das Bein ist gestreckt und Oberkörper anheben und neigen. Nur den Oberkörper hier bleiben mit den Beinen. Oberkörper neigen, hier auseinanderziehen und hier wieder Seite. Länge. Vom Blick her könnt ihr wieder selbst entscheiden. Ihr könnt weiter nach vorne schauen oder den Blick hier zur rechten Hand. Bleibt nochmal hier offen, hier nochmal schön reinfallen lassen. Handflächen zu mir vor und jetzt rund. Den Petsi-Ball hier zusammendrücken, öffnen. Und Petsi-Ball. Das letzte Mal Side. Bleib nochmal kurz hier. Zieh. Und komm hoch. Nochmal hier die Wirbelsäule bewegen.
Vergesst nicht, ihr Steißbein mitzunehmen. Da unten hier bewegen, den unteren Rücken. Jetzt oben bleiben, ausrichten. Wir gehen zur Seite, ziehen lang, handflächige Richtung Boden, langer Abstand zum Ohr und den Oberkörper neigen. Bleib hier, zieh auseinander und jetzt den Bezi-Ball drücken, Kraft einsetzen und öffnen. Die Länge hier spüren, auseinanderziehen, bis in den Mittelfinger rausziehen. Zurückkommen und nochmal hier rollen. Das letzte Mal hier bleiben und nochmal hier nach innen mit den Händen, Knie rausschieben. Nochmal abdrücken. Wer jetzt die leichten Sprünge nicht machen will, der geht hier einfach. Hier marschieren alle anderen. Mal ein bisschen hier abdrücken. Das sind ja nur Millimeter Hüpfer. Minimal vom Boden weg. Wenn man mal stolpert, muss man sich auch abfangen können in den Knien. Also so ein kleiner Hüpfer muss schon mal drin sein. Und wieder halten, hochkommen und schließen. Locker lassen. Kurz hier durchschütteln und dann stellen wir uns hüftbreit auf. Nehmen abwechselnd zuerst mal das rechte, das linke Bein zurück. Ganz entspannt. Hauptsache, wir sind immer schön in Bewegung, dass es mir nicht so kalt wird. Merkt auch, habe ich Schuhe an. Die Fußbodenheizung immer noch nicht funktioniert. Und jetzt den Gegenarm locker hier kreisen. Größer werden. Schultergelenk spüren. Müsst immer reinspüren in euren Körper. Könnt auch das Tempo selber bestimmen. Wenn man das Ganze hier langsamer macht, ist genauso in Ordnung. Der Bogen vielleicht noch etwas größer, wieder über den Mittelfinger. Großen Kreis zeichnen und wer will, geht ein wenig mehr auf Tempo. Und jetzt heben wir das hintere Bein ab, dann ein bisschen langsamer alle. Und dann jetzt Änderung beim Randstellen, gehen wir tief. Hoch, Knie sind leicht gebeugt und anderes Bein. Wieder tief, hoch und kreisen. Etwas zurück tun, ihr macht weiter.
letzte Mal. Und nochmal tief gehen, tief schieben und halten. Hochkommen, rechtes Bein zurück und einfach hier halten. Standbein leicht beugen, Beckenknochen auf gleiche Höhe bringen. Gleichmäßig atmen. Und wieder tief halten. Zweite Seite. Atmen, nicht die Luft anhalten. Wieder tief. Kurz nachschieben. Und jetzt wieder fließend. In Bewegung, Bein seit und tief. Knie fest und wieder darauf achten. Ihr macht weiter, nicht nach vorne schieben. Nach hinten absetzen. Viele gehen oft in der Stunde, habe ich schon oft gesehen, nach vorne. Setzt euch nach hinten ab. Auf den Stuhl. Jede Seite noch einmal. Ihr macht weiter, ich ziehe jetzt mal meine Schuhe aus. So, wir gehen eine Stufe weiter. Und hochgehen, ein Bein nach vorne, abwechselnd rechts und links. Und den Winkel verändern. Mal nach vorne, absetzen nicht vergessen, wir werden nicht zu schnell, seit und hier öffnen. Also jetzt drehen wir hier nicht mit rum, ihr bleibt immer hier vorne. Könnt ihr auch schon hier gleich ein bisschen mit rein, federn nach vorne. Bleibt nochmal zurück. Hier merkt man auch schon gleich den Unterschied, merke ich jetzt, mit Schuhen und ohne Schuhen. Jetzt geht es viel weiter runter, ist nochmal die Dehnung stärker. Also zieht immer auch eure Schuhe aus, wer welche anhaben sollte. Und dann kommen wir hoch. Bleibt mal hier oben. Sitzbeinhöcker etwas zusammen und oben bleiben. Und die Beine wechseln. Wieder an den Winkel denken. Könnt auch mal hier ein bisschen über die Mitte gehen.
im Kniestand. Bauch fest. Jetzt nehmen wir das rechte Bein. Hier etwas, also so zwischen, was sagt man, 11, 10 und 11 Uhr von der Uhrzeit her. Oberschenkel rausdrehen und jetzt lassen wir uns hier reinfallen und wir ziehen hier Richtung gebeugten Bein mit Kraft rein, hier Spannung und lösen. Vorziehen, ranziehen und lösen. Lass dich reinfallen hier mit dem Körperschwerpunkt, Bauch anziehen. Kraft spüren, das Lösen spüren. Bleib vorne, nachschieben, nicht vorgehen und hier die Schulterblätter weg von der Wirbelsäule, sondern hier, wir können es auch ohne Arme machen. Die Beine sind jetzt hier wichtig. Und wieder mit Kraft ran, lösen und wechseln. Jetzt sind wir zwischen 1 und 2 Uhr mit dem Bein. Oberschenkel rausdrehen. Und hier vor und ran. Beim nächsten Mal vorne bleiben und wieder hier reinfallen lassen. Schultern tief. Ganz leicht nachschieben. Und zurückkommen. Lösen. Bein zurücknehmen. Die Matte kann man aufmachen und so auch nochmal zusammenlassen. Wir setzen uns. Ist auch gut, wenn es nochmal zusammen ist, dann ist man noch ein bisschen höher. So jeder wie er möchte. Mal kurz die Beine durchschütteln. Knie ein bisschen. Und die sind jetzt geschont bei den nächsten Übungen. Hier die Hände neben den Hintern, Fingerspitzen zu mir vor, Beine ganz leicht auseinander, Rücken strecken, Kinn hier hoch. Und jetzt schieben wir vor, Becken hoch. Und wir sind hier ein Tisch, wir klappen nicht. Also ein fester Tisch, kein Klapptisch. Also bleibt oben, nicht nach hinten schauen. So, ein bisschen Stützkraft, ja, ihr könnt hier ein bisschen hin und her wippen, aber nicht absenken, den Körperschwerpunkt. Die Schwerkraft zieht ihn tief, aber wir steuern dagegen. Es geht zurück, Handgelenke, Rücken ist dabei gestreckt, einfach nur hier locker bewegen. Und wieder hier aufsetzen. Wir schieben hoch und wir schieben zurück. Und jetzt, wenn es geht, hier durchschieben, wie so eine Schiffsschaukel, durch und wieder hoch. Wenn es nicht geht, einfach kurz hier aber Spannung halten, nicht zusammenfallen, sondern Spannung halten, absetzen und hoch. Das geht auch. Noch drei. 2, 1, 3, 2, nach unten, nochmal die Handgelenke locker, hier nach oben, Beine ein bisschen bewegen, aber es sind schon warm mit den Übungen, die Stützkraftübungen, die mögen auch die meisten nicht, aber die
Knie wollen wir auch nicht. Muss halt alles einmal ein bisschen ran. Okay, also. Eine Runde schaffen wir noch. Wieder ran. Atmen, an die Ausrichtung denken, Sitzbeinhöcker spüren und nach oben schieben und noch einmal durchschaukeln, wenn es geht. Wenn es nicht geht, eben Spannung halten und kurz aufsetzen. Jetzt ein bisschen beißen, dreimal noch. Und das letzte Mal, dann sind wir oben. Drei, zwei und langsam ab, langsam. Und wieder hier locker lassen, hier strecken und hier jetzt mal einfach hier durchhängen. Und wieder strecken, Schultern tief, Fersen rausschieben, Arme seitwärts, Spannung. Und locker lassen. Das Durchschütteln. Jetzt kommen wir in die Rückenlage. Geht auch schon immer weiter in die Entspannung. Also, denkt an eure Kopfstellung. Nehmt euch ein Kissen oder die Matte ein bisschen einrollen. Kinn in die Halsgrube. Es sieht euch keiner. Macht ein leichtes Doppelkinn. Wenn ich dran denke, streifen wir es am Schluss wieder ein bisschen aus. Hier aufmachen, Rumpf anspannen, hier könnt ihr ein bisschen reinfassen, die S-Form spüren, also nicht das Becken komplett tief schieben. Arme zur Seite, richtet euch nochmal sauber aus, rechtes Bein, linkes Bein, Bein nach oben, schaut eure Füße an, Fersen rausschieben. Und jetzt die Beine zusammen, Füße zusammen, V und die Knie gehen nach außen und wir gehen wieder hoch, Beine zusammendrücken und nach außen. Wenn es geht, nehmt noch hier eure Fußsohlen aneinander, wie ein Frosch. Und immer durch den leicht geöffneten Mund ausatmen und durch die Nase einatmen. Halten, Beine beugen, nacheinander, nach unten und kurz die Beine strecken, lang machen, Bauch entlasten, mal reinatmen in den Bauch, aber schon geht es wieder weiter, wieder sauber ausrichten, Nacken wieder lang, Schultern wieder locker, Beine nach oben strecken, Fersen rausschieben, rechtes Bein, Fahrrad fahren. Das geht jetzt hier entweder so, in klein oder hier größer. Je weiter ihr nach vorne geht, umso anstrengender wird es. Auch den Rücken zu halten, das reicht auch so. Aber dann auch das Knie ranziehen Richtung Schulter und vor. Wenn es geht, das zweite Bein auch immer gestreckt halten. So, halten und jetzt noch andersrum. Mit Rudeln langsam.
halten. Nacheinander runde. Becken. Hier kippen, nach oben rollen. Bauch wieder entlasten, tief fallen lassen. Schultern locker, ihr müsst gar nicht ganz hoch rollen bis zu den Schultern. Hier einfach mal kurz ein bisschen halten. Nein, runter bis zu den Brustwirbeln. Langsam runter über den Lendenwirbelbereich. Und dann erst zum Steißbein kommen und dann wieder leicht kippen in die S-Form. Ja, und dann haben wir natürlich noch das zweite Bein. Nach oben, nochmal Fersen rausschieben und wieder hier beginnen zu kreisen. Mit einem Bein vorne vorn. Die meisten fahren ja jetzt bei dem Wetter nicht so viel Fahrrad, aber gestern bin ich schon wieder ein bisschen ohne Handschuh gefahren, es ist ja nicht kalt, also muss man nicht immer ins Auto steigen. Und jetzt gleich andersrum. Aber jetzt muss man schon ein bisschen beißen, weil wir kräftigen jetzt wieder den unteren Rücken. Ist ja schon zum zweiten Mal. Aber ich sage ja immer, Gott sei Dank sind wir keine Daumenfüßler. Sonst aber hätten wir alle einen Waschbrettbauch, wäre auch nicht schlecht. Okay, wir halten, nacheinander absenken, kippen, hochrollen. Jetzt hochkommen bis zu den Schultern. Nicht die Knie auseinanderfallen lassen. Und langsam nach unten rollen. Und jetzt hier noch ein paar Mal Becken kippen. Immer Gutes für den Rücken tun. Genau. Und dann halten wir wieder in der S-Form hier. Spüren. Fast ruhig mal hier, ob er hier durchkommt. Ganz leichten Druck Richtung Hände. Dann nehmen wir die linke Hand an den Kopf. Rechte Hand lassen wir hier zur Seite, Beine fest und jetzt ziehen wir hier leicht in die Schräge. Also wieder jetzt auf 1 Uhr. Hochgehen, ausatmen und ziehen nicht hier mit dem Kopf, sondern es ist eine Bauchübung. Bauch einsetzen, Gewicht vom Kopf in den Händen spüren und der Ellbogen ist zurück, nicht hier. Versucht die Beine festzulassen und den Bauch drin, flacher Bauch. Dann zurückkommen, beide Hände an den Kopf, zur Mitte, die Ellbogen sind locker, zur Seite und wieder Bauchmuskeln einsetzen. Und dann wechseln wir gleich zur anderen Seite. Arm ablegen, Ellbogen zurück, Beine fest und ziehen. Leicht in die Schräge, jetzt auf 11 Uhr. Denkt an die Atmung beim Hochgehen, ausatmen, beim Zurückgehen, einatmen.
und das letzte Mal. Dann gehen wir noch ein paar Mal zur Mitte. Noch 4, 3, 2 und 1. Nochmal lang strecken. Bisschen hier rausziehen. Lang werden. Mal rechten Arm, linkes Bein lang ziehen. Linker Arm, rechtes Bein diagonal lang ziehen. Die Beine sind im kleinen V. Ebenso die Arme. Und locker lassen. Wieder ranziehen. Und hochrollen. Wir setzen uns auf. Gehen in den Schneidersitz. Wer möchte, kann auch die Beine hier lang lassen. Wieder hier Sitzbeinhöcker spüren, Kinn in die Halskurbel, lang rausschieben. Und hier mal die Arme zur Seite. Schulterblätter spüren. Aus dem unteren Rücken rausschieben, mit hier unten Zapfen rausschieben. Nochmal hier ein bisschen Brustbein aufrichten, aber nicht ins Hohlkreuz nach hinten, nicht so nach hinten. Immer diese Verbindung Brustbein, Schambein noch halten. Mal hier rausschieben. Knie sind locker. Handflächen zu mir vor, Schultern tief. Und jetzt nach vorne. Hände Richtung, also Richtung Boden oder am Boden bringt es jeder, glaube ich, hier vorne, nicht auch sogar, aber zieht euch nach vorne. Manche kommen ja jetzt richtig mit dem Bauch zu den Füßen runter bis zu den Knöcheln, nicht nett. Ich muss mich da immer ein bisschen quälen, aber wir halten hier ein bisschen durch. Jetzt spüren, wie die Schulterblätter weg sind von der Wirbelsäule. Und vorziehen, Knie locker. Und wieder hochrollen. Nochmal strecken. Die Beine wechseln. Zuerst gehen wir immer automatisch in seine Lieblingsseite. Schultern tief, Handflächen vor. Und wieder weit nach vorne ziehen. Halten, rausschieben, Knie locker. Wir machen jede Seite noch einmal. Wieder vor, vielleicht geht es jetzt schon ein bisschen besser. Atmen, Bauch einziehen. Und wieder hochkommen, strecken. Rausschieben. Arme hoch, Schultern tief, langer Hals, zu mir die Handflächen vor und lang nach vorne. Hochkommen, hier rausschieben, einatmen, Schultern tief, mal rausschieben, aus dem unteren Rücken und nach unten. Dann langsam öffnen die Beine und dann kommen wir hoch. Oh, jetzt noch geht er. Alles wieder zurecht drücken, Beine durchschütteln und dann stellen wir uns nochmal auf, hüftbreit. Füße spüren, Außenkanten, die Zehen ein bisschen auffächern, bauchflächig einziehen. Ihr wisst, die Schulterblätter etwas zusammen, kurz mal die Augen schließen, kleine
gleichmäßig atmen. Durch die Nase einatmen. Durch den leicht geöffneten Mund aus. Die Augen öffnen. Einatmen. Und aus. Nach unten rollen. Wirbel für Wirbel. Ganz langsam die Arme hängen lassen, den Kopf hängen lassen, ruhig die Knie beugen. Und jetzt, wenn es geht, die Knie strecken, lang nach unten ziehen. Nochmal langsam hochrollen, Knie etwas beugen. Schauen, dass wieder alles passt. Und nochmal die Schultern kreisen. Kurz durchschütteln. Hier alles nochmal spüren, Beine spüren. Dass alles noch da ist am rechten Platz. Danke euch fürs Mitmachen. Ob live oder morgen, wie schon gesagt. Eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Ciao.